Ingwer hilft gegen Krebs, Neues aus dem Grab des Tutanchamun, Protest gegen das zwangsfinanzierte Regierungsfernsehen, gemeint sind offenbar wir und die Vision, der sogenannte IS würde auf deutschen Marktplätzen wahllos Leute enthaupten. All das befindet sich an einem Tag wie heute auf der Internetseite des Kopp-Verlages, der neben UFO-Literatur, Ernährungstipps und Esoterik auch Bücher über Politik herausbringt. Unterdrückte Wahrheiten, sagt der Verleger. Zum Beispiel, dass der Dritte Weltkrieg bevorsteht und wir den Krisenrucksack packen sollten. Dass der Verlag nach eigenen Angaben expandiert, spricht dafür, sich ihn mal genauer anzusehen. Was kaufen die Leser da? Und kann man den Autoren wirklich jede These abkaufen? Wussten Sie, dass Michelle Obama vielleicht ein Mann ist? Kopp Online mutmaßt zumindest verschwörerisch, ist Michelle Obama eine Transe? An Bord der abgestürzten Maschine MH17 alte Leichen. So berichtet Kopp pseudo-investigativ, ausführlicher Augenzeugenbericht, Passagiere von Flug MH17 definitiv Dosenfleisch. Klingt soweit fast lustig. Ein bisschen Verschwörung, ein bisschen krude Thesen. Doch dazu gesellt sich eins, Angst schüren. Deutschland vor dem Kollaps. Vorsicht, Bürgerkrieg. Und wenn nicht der, dann steht der Dritte Weltkrieg kurz vor der Tür. Wie ticken die, die so etwas schreiben? Wir treffen denjenigen, der ganze drei Bücher über den angeblich drohenden Dritten Weltkrieg geschrieben hat. Peter Orzechowski rät schon mal, den Krisenrucksack zu packen. Das Praktische, alles dafür gibt es beim Kopp-Verlag auch zu kaufen. Ein cleveres Geschäftsmodell. Ich habe einen Rucksack, der bereitsteht, sollte da was sein. Nein, aber was ich schon getan habe und was ich wirklich jedem empfehlen würde, ist einfach, sich ein paar Vorräte anzuschaffen. Warum? Weil möglicherweise in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen, in Unruhezeiten, die Versorgung nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind. Und hier kommt sie her, die Untergangsstimmung. Aus dem beschaulichen Rottenburg am Neckar. Hier hat der Verlag seinen Sitz, hier macht er sein Geld. Auch damit islamophobe Stimmungsmache. Der Kopp-Verlag bringt jedes Jahr rund 50 Bücher selbst heraus, verschickt aber auch die anderer Verlage. Nach eigenen Angaben zwischen 10 und 25.000 Bücher pro Tag. Kopp hat rund 80 Mitarbeiter. Klaus Legewy ist Politikwissenschaftler, beschäftigt sich seit langem mit den neuen Rechten. Wie gefährlich sind solche Verlage? Die Autoren, die Herr Kopp präsentiert, die befeuern diese Ängste. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst soll sich nicht zu einer kollektiven Panik ausbreiten. Das war am Ende der Weimarer Republik so. Panik im Mittelstand ist im Grunde genommen Wegbereiter für populistische und sogar faschistische Bewegungen. Insofern muss man hier sehr verantwortlich mit dem umgehen, was man an Verschwörungstheorien in die Welt setzt. Und eben das wäre seine Aufgabe. Jochen Kopp ist ehemaliger Polizist, präsentiert sich gerne vor seinen Büchern, gründete seinen Verlag 1993. Wir hätten gerne ein Interview mit ihm geführt, doch er sagte uns ab. Auch Udo Ulfkotte, einer der prominentesten Autoren des Verlags, war zu keinem Interview bereit. Er kennt quasi nur ein Thema, das er nahezu alljährlich in ein neues Buch gießt: Albtraumzuwanderung. Europa vor dem Crash. Kein Schwarz, kein Rot, kein Gold. Armut für alle im lustigen Migrantenstadel. Ich behaupte, dass die Bundesrepublik Deutschland vom Land der Dichter und Denker zum Land der Hilfsarbeiter wird, dank muslimischer Zuwanderung. Und ich bin gegen die Stoffkäfighaltung von Frauen auf den Straßen. Es stört mich, es beleidigt mich zutiefst, Frauen in Stoffkäfige eingesperrt zu sehen. Albert Bodenmiller war parteiloser Stadtrat in Rottenburg, beschäftigt sich seit gut 5 Jahren mit dem Kopp-Verlag und seinen Inhalten. Die machen das sehr schlau. Sie liefern diesen radikalen Demonstranten, diesen lauten, schreienden Demonstranten, denen liefern sie sozusagen die geistige Munition. Sie schießen nicht selber, sie lassen schießen. Was sagt Peter Orzechowski als Kopp-Autor zu solchen Vorwürfen? Mittlerweile habe ich den Eindruck, wenn man irgendwas gegen die herrschende Meinung sagt, dann ist man entweder ein Terrorist oder ein Rechtsradikaler oder auf jeden Fall keiner mehr, der dazugehören kann oder soll. Und das ist für mich der Beginn
dass Demokratie abgeschafft wird. Schließlich lässt sich Jochen Kopp doch auf ein Gespräch ein, allerdings ohne Kamera. Über 2 Stunden in dem Verlag, der es sich zum Motto gemacht hat, Informationen zu verbreiten, die ihnen die Augen öffnen. Und eben das, so sagt Jürgen Kopp, sei sein Anliegen, den Meinungen und Sorgen der Menschen eine Plattform zu bieten, die anderswo nicht gehört würden. Ängste? Die wolle er gar nicht schüren, sagt er. Wenn man das Problem erkannt habe, müsse man doch auch keine Angst mehr haben. In den Büchern, die im Kopp Verlag erscheinen, gibt es kein einziges Rezept für die Zukunft. Es gibt keine einzige Handlungsanweisung, wie wir aus der Krise rauskommen. Das ist ein Krisenbeschleuniger und kein Krisenretter. Und das alles im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Kopp und seine Autoren dürfen das, was sie tun, und verdienen damit anscheinend richtig gut Geld. Genau hinsehen sollten wir trotzdem. Thank you.